So, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Musik läuft, Aufnahme läuft. So, hallo liebe Leute, seid ihr da? Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, wir stehen jetzt hier vor einer Werkbank und einem Schild, auf dem steht Hundis suchen. Ja, ich habe es auf Twitter verkündet, ich habe bereits eine Aufnahme gemacht. Da wollte aber OBS nicht so wirklich aufnehmen. Und nach 35 Minuten, wo ich mir den Mund fusselig geredet habe, ja, habe ich das dann halt auch gemerkt und ja, ich habe ein bisschen geflucht, also den Rest des Tages habe ich geflucht. Jetzt bin ich heiser, ich hoffe, man merkt das nicht so sehr. Ich sollte den Timer auch starten, ne? Also alles Katastrophe. Wir haben in der letzten Folge einiges gemacht, aber jetzt nicht wirklich was, ja, Weltbewegendes. Also wir haben nicht großartig viel verändert, wir haben Bäume gehauen, wir haben ein bisschen Erde geschaufelt. Also halt so repetitive Dinge, wie es der liebe Gronk so schön sagen würde, und ein bisschen gebabbelt. Und am Ende der Folge wollte ich halt noch Hundis suchen, denn wir hatten ja in dieser einen denkbaren Folge, wo ich da irgendwie diesen Stand hier auf 1.12 geladen habe und dann wieder zurück wollte, habe ich dann ja alles verloren aus den Kisten. Und ebenso die Hundis sind weg. Wir haben noch einen Hundi vor unserer Tür und ja, das möchte ich nicht. Deswegen sind wir jetzt auf der Suche nach Hundis. Und so, im LAN öffnen, Cheats erlauben an, LAN-Welt starten, denn ich habe das in der letzten Folge ebenfalls gemacht. Ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, dass es immer Nacht ist. Deswegen ercheate ich mir jetzt einfach den Tag. Ich meine, das ist jetzt nichts Großartiges. Und ich würde sagen, ja, dann starten wir jetzt einfach mit dem, womit wir in der letzten Folge aufgehört haben, die ihr nicht gesehen habt. Wir suchen Hundis. Ein Hund reicht im Grunde genommen. Ich brauche einen Hund. So, und ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Das ist natürlich wiederum die große Frage. Nach all den vielen Monaten und Jahren mittlerweile schon, ist es immer noch so, dass ich mich sehr schnell verlaufe. Vor allem, wenn ich halt in Gefilden bin, die ich nicht so oft besuche. Obwohl ich natürlich hier schon öfter war, aber das größte Problem, welches ich habe, ich lasse mich ablenken. Eisen! Ich brauche Hundis, nicht Eisen. So. Ja, dann haben wir die ganzen tollen Themen. Boah, ich hatte super tolle Gesprächsthemen. Boah, die haben wir alle besprochen und dann wurde nicht aufgenommen. Ah, ist das ärgerlich. Mm. Du bist kein Hund. Nein, natürlich, um der Wahrheit einen Platz einzuräumen. Ich habe natürlich nicht großartig viele Gesprächsthemen gehabt. Heilige Maria Josef. Hier waren wir schon, weil ich hier diesen provisorischen Weg gemacht habe. Hundis, ich brauche Hundis. Ich habe mich vor allem über das Jugendwort des Jahres 2017 mokiert. Ibims. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, abgesehen davon, dass Ibims diese Retarded-Sprache schlechthin total Ohrenkrebs verursacht. Wie soll ich das sagen? Also, Ibims leitet sich ja ab von Ich bin es. Und nennt mich ein Pedant, aber Ich bin es, das sind also bei mir persönlich, also ich zähle drei Wörter. Also, Jugendwort des Jahres. Ja, ich weiß, Pedant und so. Hallo, kriege ich irgendwo mal einen Hund? Hund? Hundi? Das ist natürlich doof. Wir gehen jetzt auf Hundireise, ist klar, ne? Aber gut, ich meine, da kann man halten, was man will von diese Ibims-Sprache. Ich wollte Scheiße sagen. Ja, ist absolut nicht meins. Ich finde das schrecklich, grauenhaft. Aber gut, jedem das Seine. Scheinbar ist es beliebt. Beliebt genug, dass es sogar zum Jugendwort des Jahres 2017 gekürt wurde. Gut. Jedem das Seine, mir das Beste. Ich muss ja nicht alles mögen. Ich kann es aber trotzdem tolerieren. Hallo, gibt's hier mal Hunde? Jetzt habe ich extra in der letzten Folge die Maschine angeschmissen, die XP-Maschine, damit wir extra viele Skelette killen können, damit ich Knochen habe für Hundis. Jetzt gibt's hier keine Hundis mehr. Ja, das gibt's doch nicht. Also, ja, habe ich ja gesagt. Hundis? Hundis? Hier, da war was. Nein, war da was? Kühe. Ey, zur Seite, Kühe. Ach, komm schon. Stopp. So, worüber haben wir uns denn noch unterhalten? Großartig. Oh ja, ich habe das Riesenthema Politik angesprochen, mal wieder. Das ist so langweilig, ne? Jetzt das große Thema Jamaika ist gescheitert. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt eine Großkoalition oder Neuwahlen. Und bei Neuwahlen wird die AfD noch mehr Stimmen bekommen. Bullshit. Kompletter Bullshit, aber gut. Lass mal die panikmachenden Leute halt ihre Gedanken halt schweifen. Ist ja okay. Wir kriegen ja keine Hunde, ne?
Merkt ihr, ne? Hallo, das geht so nicht. Ich brauche Hunde. Warum gibt es hier keine Hunde? Hier gab es sonst immer so viele Hunde. Ne, ist ein Pilz. Halt, die Musik ist so schmissig. Dafür, dass es hier null Hunde gibt. Aber gut, wie gesagt, Politik ist ein ewig langweiliges, ätzendes Thema. Vor allen Dingen, meh. Ich wüsste jetzt aber auch nicht mal wieder, worüber wir sprechen könnten. Doch, es gibt da eine Sache, die mich ein bisschen, ja, nervt und ermüdet. Das ist, wenn man, ja, wie soll ich sagen, vielleicht einer Meinung ist oder Entscheidung getroffen hat, die vielleicht nicht so gesellschaftskompatibel ist. Ja, beste Beispiel, warte mal, ich mach mal im Tag. Time set day. Beispielsweise, bestes Beispiel, vor kurzem noch, ich gehe nicht wählen. Okay, oder noch schlimmer, was ganz, ganz, ganz kritisch ist, ich gehe nicht arbeiten, weil ich keine Lust habe. Oh, da treffe ich jetzt schon wieder auf ganz viele zarte Gemüter, die jetzt sich irgendwie die Haare raufen und mir am liebsten die Kehle rausreißen würden. Ja, und da denke ich mir, kennt ihr das Sprichwort? Leben und leben lassen? Ich meine, das ist kein Sprichwort, das ist eine These, das ist ein Motto. Leben und leben lassen? Ich meine, auch wenn es dir nicht passt, aber es ist doch jedem selbst überlassen, was er denkt oder macht. Oder wozu er Lust hat. Alter, wir haben hier wirklich null Chancen auf Hund, ne? Das ist ein bisschen... Ich bin hier auch, glaube ich, falsch. In den Bergen sind keine Hunde. Ich musste wieder in die Wälder zurück. Und vor allem, das ist noch weniger das Ding. Also Leben und Leben lassen, das ist natürlich eine meiner Devisen. Und, Alter! Du kacken Enderman. Vor allen Dingen, was mich dann immer nervt, ist beispielsweise, ich gehe mal zu dem harmloseren Thema, nicht wählen gehen. Dann kommt irgendwo, zuletzt sogar, nee, das war was anderes, da kommt irgendwo immer einer her, der sagt, jetzt stell dir mal vor, jeder wird so denken wie du. Was ist denn das für eine Aussage? Ja, stell dir mal vor, es würde jeder so denken, aber es denkt nicht jeder so. Oder hier mit dem Arbeiten gehen auch. Ja, ich möchte aus verschiedenen Gründen, aus speziellen Gründen nicht arbeiten gehen. Ist natürlich bezüglich der Gesellschaft natürlich Kacke, ist klar. Ja, aber ganz ehrlich, was juckt es mich? Ja, wenn ich damals zur Arbeit gegangen bin, morgens um 5 Uhr raus zum Bus in die Kälte. So, und ich sehe da halt die Nachbars, das habe ich schon mal, glaube ich, thematisiert, ne? So, und dann sehe ich da halt den Nachbar von der Party wieder kommen nach Hause. Und der hat einen schönen Tag und wir grüßen uns. Ja, dann denke ich doch auch nicht, boah, dieses Arschloch, das müsste mal unbedingt arbeiten gehen, weil ich gehe auch arbeiten. Der lebt auf meine Kosten, auf meine Steuergelder lebt er sich, macht er sich einen schlanken Fuß. Ja, das geht ja nicht, warum nicht? Ja, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, mir geht es doch nicht besser, wenn er arbeitet. Als ob ich da weniger Sozialversicherungsabgaben oder Steuern zahlen müsste, ich bitte euch. Es ist nun mal so. Und ja, auch da habe ich gehört schon mal, jetzt stell mal vor, jeder wird so denken und nicht arbeiten gehen. Aber es denkt nicht jeder so. Es ist Tatsache. Und ganz genau deswegen kann man sich ja auch diese Bequemlichkeit leisten oder diese Freiheit mit sich rausnehmen, zu sagen, nö, ich möchte nicht arbeiten gehen. Sei es nur zeitweise, dass ich sage, nö, ich möchte mir jetzt mal ein Jahr frei nehmen. Ich habe jetzt ein Jahr... Hundi! Ja, Hundi. Ja, Hundi. Schnucki, bitte. Oh Gott, im Himmel, ich danke dir. So, jetzt können wir eigentlich wieder zurückgehen, ne? Weiß jemand, wo es zurückgeht? Du kommst mit, ja? Hundi? Ja, komm. Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und ich habe natürlich keinen Kompass mitgenommen, schlau wie ich war. Geistesgegenwärtig. Ja, jedenfalls, ich wurde ja auch schon gefragt, ne, pass mal, oh, Junge, du gehst nicht arbeiten, stell mal vor, jeder wird so denken, ja, aber wie gesagt, es denkt nicht jeder so. Das ist ja genauso als, ne, dieser Spruch hier von wegen, jetzt stell mal vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Ja, stell dir mal vor, aber es geht jemand hin. Genauso wie es genügend Leute gibt, die arbeiten. So, und wenn ich irgendwann arbeiten gehe, dann will ich das aus Eigenverantwortung, aus eigener Überzeugung und nicht, weil es mir irgendjemand aufbrummt. Und ja, ich weiß, gesellschaftskritisch und so weiter und so fort, ich lebe auf Kosten des Staates, aber wir sind halt ein Sozialstaat. Dieser ermöglicht es mir, dieses Leben zu leben, also lebe ich danach.
Und wenn ich sage, ich möchte jetzt arbeiten gehen, dann gehe ich raus und suche mir eine Arbeit. Hundi? Ey, komm, Hundi. Mach keinen Scheiß. Hundi? Ey, komm schon. Ich denke, die porten sich. Komm mit, du Köter. Ja, komm. Ich weiß, das stößt natürlich auf viel Empörung, kann ich auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, ja. Aber es ist ganz ehrlich so, ja, wie soll ich sagen? Vor allem dieser Spruch geht mir auf den Senkel. Wie ist jetzt der? Nein, du bleibst hier für spätere Nachfragen. Wie gesagt, es ist halt so, stell mal vor, jeder wird so denken, es ist wie gesagt, es ist nicht so. Und ganz genau deswegen kann ich mir überhaupt leisten, das so zu denken und zu leben. Wäre es tatsächlich so, dass jeder so denken würde, ja, hätten wir ein Problem und ich würde, und das kann ich euch versichern, nicht so denken und nicht so handeln. Natürlich nicht. Das ist wie früher mit dem, na, ich habe das Wort vergessen, verdammt. Mit der Bundeswehr. Ja, früher war Wehrpflicht. Das heißt, du musstest dich zur Musterung, musstest du dich melden. Und dann konntest du einzig entscheiden, ob du jetzt wirklich den Wehrdienst antrittst oder ob du, wie hieß das denn nochmal? Diese Sozialarbeit, ich weiß das gar nicht mehr. So, ob du das noch Zivildienst, genau, ob du Zivildienst machst. So, du hattest, sogar da hattest du sogar noch Optionen. Aber letztendlich musstest du das machen. Was ja auch vollkommen okay ist. Ich glaube, ich habe mich gnadenlos verlaufen, Leute. Hilfe? Wenn ich doch nur. Hundi? Hundi ist wieder weg. Soll ich warten, bis sie sich portet? Hundi? Ey. Ey, komm. Hundi? Och, nö. Habe ich ihn jetzt echt verloren? Ich denke, die porten sich. Nein. Du warst mein Freund. Och nö, komm schon. Halt die Klappe. So, wo war jetzt der andere Hund? Ich rede mich hier um Kopf und Kragen und weiß deswegen nicht, wo mein Hund ist. Och Mann, das ist doch doof. Bin ich jetzt in einen anderen Chunk gekommen und habe so dadurch den Hund verloren? Ey, wenn es so weitergeht, spawne ich Hunde, ganz ehrlich. Das nervt mich. Ich habe einen Hund bekommen und der ist jetzt weg. Oha. Ja, und jetzt habe ich wieder total den Faden verloren. Ja. Jedenfalls ist dieses halt, dieses Denken, stell dir mal vor, jeder wird so denken, kompletter Bullshit. Also lasst diese Sprüche. Und ganz ehrlich, Leute, was war das? Ich lebe echt nach dem Motto Leben und Leben lassen. Und damit kann man echt gut leben. Das ist wirklich so. Das ist wirklich kein Witz. Man kann damit wunderbar leben, leben und leben lassen. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und solange ich dir nicht irgendwie privat im Weg stehe oder beruflich im Weg stehe oder irgendwie in irgendeiner Weise im Weg stehe und dich komplett in Ruhe lasse, dann hast du doch alles, was du möchtest. Du hast deine Ruhe, du hast dein eigenes Leben, so wie du es gestalten möchtest und dann ist doch gut. So, und den anderen Hund habe ich jetzt natürlich auch verloren, ne? Boah, ich habe einen Orientierungssinn wie ein Stein. So, komm mal her. Ist das doof? Hundis zu suchen ist doof. Eine doofe Arbeit. Hundi? Hundi? So, das heißt, ich müsste jetzt quasi, weil ich mich jetzt auch komplett verlaufen habe, wisst ihr, ne? Ich habe mich komplett verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Meh. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich bin gar nicht für Höhlentouren ausgerüstet. Aber ich glaube, ich muss eine Höhlentour machen.
Na klasse. Wahrscheinlich ist das hier keine richtige Höhle, ne? Nö, hier ist doch keine richtige Höhle. Ich brauche Redstone. Und dann mit diesem... Kann ich hier runter? Voll die lustige Musik. Okay, hier ist Eisen. Weißt du was? Eisen nimmst du mal mit. Eisen nimmst du mal mit. Kann nicht schaden. Ich bräuchte eigentlich Redstone. Ja, ich weiß, ich könnte mich runterbuddeln. Aber irgendwie möchte ich das momentan nicht. Ich wollte nur Hundis. Ja, was mache ich denn jetzt? So, wir haben 15 Minuten vertrödelt mit Rumlaufen. Blödes Geschwafel. Hauptsächlich vor mir. Ja, ne? Dofte. Keine Hundis. Hundis? Ja, also wie gesagt, ich weiß, ich bin da sehr... Ich ecke da sehr an. Das ist mir klar. Hundi. Bist du meiner einer? Nein, ne? Aber du bist ein Hundi. So. Da ist noch ein Hundi. Weißt du was? So, mitkommen. Hier ist auch noch einer gewesen. Ich meine, ich habe das gesehen. Hundi. So, du kannst mitkommen. So, und du kommst mit. Und du kommst mit. Und ihr kommt jetzt alle Stückchen für Stückchen. Okay? Wo ist der dritte? Da, so ist gut. Wir müssen in die Richtung, Kinders. Ich sage jetzt Kinders. Ich weiß nicht, ob ihr Kinders seid, aber kommt mit. Was mache ich denn jetzt? Wartet mal. Trinken und mich bekleckern, das kann ich gut. Dinge, die ich gut kann, trinken und bekleckern. Du bist meiner, oder? Du bist meiner. Dann kommt. So, ich werde jetzt nicht... Ja, kommt, kommt, kommt. Ich darf nicht zu weit rückwärts gehen. Also ich bin wirklich stark dafür, dass wir eventuell mal ein bisschen toleranter sein sollen gegenüber wirklich alles und jeden. Jetzt mal ganz im Ernst. Leben und leben lassen. Wenn wir das Ziel erreichen könnten, dann wären wir schon wirklich einen riesen Schritt voraus. Aber leider ist das nicht so. Man hat seine eigenen kleinen Mikrokosmos. Und das ist die perfekte Welt. Und jede andere oder jede andere, die sich daran nicht hält, die muss mehr oder weniger bekämpft werden. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Wow, nee, hier gehen wir nicht lang. Nein, kommt mit. Wir gehen hier lang. Da wird diskutiert und niedergemacht und ach nee. Was auch witzig ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also ist ja kein Geheimnis, dass ich momentan arbeitslos bin. So, dann kommen die Leute an. Ja, man kennt es ja, ne? Dann hört man so, ah, du bist arbeitslos und dann so hinterm Rücken, boah, den würde ich arbeiten schicken, dem würde ich das ganze Geld streichen, der würde nichts kriegen, der müsste für sein Geld arbeiten. So, das sind so die richtig Radikalen, diese freien Radikalen, wie man sie auch nennt. Warte mal, da ist mein Hund. Da ist doch mein Hund jetzt. Ach nee, guck mal, jetzt habe ich dich wiedergefunden. So, kurioserweise... Also das habe ich am eigenen Leib erlebt, sind das oft, also ich habe das oft von Frauen gehört, ja, die hinter meinem Rücken so gesprochen haben, die selber kein bisschen gearbeitet haben, sondern nur vom Geld des Mannes gelebt haben. Oder teilweise noch leben. Ja, das sind die, die mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, guck mal, wie schmarotzerisch. Der lebt nur auf Kosten des Staates. So, und da habe ich natürlich mein Maul nicht halten können und gesagt, pass mal auf, du... Gehst doch auch nicht arbeiten, du lebst auch... Ja, aber mein Mann geht arbeiten. Sehr, siehst du. Also lebst ja auch nicht, ne, aufgrund der Tatsache, dass du selber was verdient hast, sondern du bist die Frau von einem Arbeiter. So, wo ist jetzt da der Unterschied? Oder es sind solche Leute, von denen ich weiß, dass die so schimpfen und reden, ne, von wegen Sozialschmarotzer und den Staat ausbeuten, gleichzeitig aber diejenigen sind, die sich dann Krankenschein nehmen, um schwarz zu arbeiten. Und das weiß ich. Und genau diese Leute reden dann so über einen und zerreißen sich das Maul. Und da denkt man sich echt, Junge, komm mal klar. Junge, komm mal klar. Da kommt. Jungs, komm klar. Da kannst du aber auch nichts machen. Da kannst du auch nicht
mit normalen Argumenten ankommen. Guck mal, das sind Palmen. Hier sind normalerweise keine Palmen, also ist das mein Zuhause. Was ist das für eine komische Dudelmusik, die ich da habe? Das muss mein Zuhause sein. Oder habe ich einen Dschungel gefunden? Never. Ich habe nie im Leben einen Dschungel gefunden. Vor allem nicht einen Dschungel mit zwei einzelnen Palmen. Alter, ist das jetzt ein Dschungel? Ernsthaft? Nee, wollte ich gerade sagen. Ja, kommt. Hier, das ist meine Bude. Wo bin ich hier? Ach, hier bin ich. Ah, kommt. Also wie gesagt, alles schon ein sehr kritisches Thema. Ich verstehe natürlich auch die Leute, die dann halt wirklich morgens aufstehen und sich buckeln und so weiter. Und ich kann den Aspekt verstehen, dass die Leute sich ärgern halt über die Leute, die dann wirklich auch so schmarotzermäßig daherkommen und dann, ja, weiß nicht, sich einen schlanken Fuß machen und sagen, ja, ich arbeite nicht, sollen die anderen mal für mich arbeiten. Wer da in der Position eine große Fresse hat und die anderen noch verhöhnt, die Arbeiter, da kann ich schon verstehen, wenn die Arbeiter mal wirklich ein bisschen so aus der Haut fahren. Das sag ich ja auch nicht. Ja? Aber im Großen und Ganzen läuft das nicht so, dass die ganzen Arbeitslosen morgens um 4 Uhr wahrscheinlich noch wach sind, am Fenster stehen und dann kichernd auf die Arbeiter zeigen, die auf dem Weg zur Arbeit sind. So läuft das nicht. So funktionieren die nicht. Die denken nicht so, die denken anders. Sag mal, wo seid ihr? Könnt ihr mal bitte kommen? Komm. So, 1, 2, 3. Wo ist der vierte? Warte, ich helfe dir. Komm. Ja, komm. Ja, und da hinten ist der vierte. Ey, kommst du mal bitte? Freund. Jetzt fall doch nicht wieder ins Wasser. Du bist ein Doofes. Hier, komm. 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 Jetzt springt doch nicht alle ins... Ach, seid ihr doof. Kommt. So, pass mal auf. Du machst Sitz. Du machst Sitz. Und ihr kommt jetzt mal her. Seid ihr ernsthaft? Ihr seid so dämlich, ne? Ja, komm. Komm. So, mach Sitz und komm. Jetzt komm. Sehr schön. Nicht du. Oh mein Gott, ich habe hier noch einen richtigen Hund hier. Und der denkt jetzt, der fühlt sich jetzt hier angesprochen. Ja, komm, schüttel dich und jetzt komm. Boah, Alter, wie schnell die Zeit vergeht. Und die Musik, ne? Ja, okay. Komm. Hundi. So ist gut. So, du darfst mit. Du darfst mit. Du darfst mit. Ist das euer Ernst? Du und du. Kommt halt. Mitkommen. So. Euch parke ich jetzt erstmal gleich vor meinem Haus. Und dann werde ich euch vermehren. Ich denke mal, das geht, ne? Geht das jetzt mit Knochen oder mit Fleisch? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich probiere das mal aus. So, pass mal auf. Du? Nein. Und hier mit Fleisch? Ah ja, und du. Aha. Guck mal hier. Und du? Und du. Jetzt macht Kinder. Dankeschön. So. Okay, mach Sitz. Mach Sitz. Machst du Sitz? Hier, mach Sitz. Und du machst auch Sitz. Und du machst auch Sitz. Sitz. Ihr macht ja Sitz, ne? Nein, du machst Sitz. Was zur Hölle? Bleib hier stehen. Stopp. Junge. So, jetzt habe ich genügend Hunde. Jetzt habe ich genügend Hunde. Oh Gott, jetzt sind die alle hier. Aber gut, gefällt mir. So, wir können jetzt das erbaute Haus. Holz, Haus. Halt die Klappe, ey. Holz. Haus. So, das machen wir mal hier hin. Und, Alter, wie viel wir gesammelt haben. Seht ihr das? Oh, ein Goldharnisch. Ach, den habe ich hier unten gefunden in der Monsterfalle. Gehen wir da gleich nochmal runter. Werkzeuge, Waffenrüstungen. Ach so, okay. Beziehungsweise so. Ist ja toll. Noch ein Bogen. Okay, sonst habe ich nur Plunder bei. Plunder kommt in die Plunderkiste. So und so. Die Setzlinge kann man gleich auch wegpacken.
Habe ich noch irgendwo Plunder? Plunder, Plunder, Plunder? Nö. So, das ist falsch. Machen wir die Holzkohle hier rein. Und hier. Oh Gott. So, hier haben wir ein bisschen. Ich wollte eigentlich Eisen schmelzen. Eisen schmelzen? So. Okay, dann tun wir das Glas jetzt auch zurück. So, ich war eigentlich noch beim Thema Arbeitslosigkeit, ne? Und hier leben und leben lassen. Ach, guck mal, hier Pfeile, die können wir auch. Wie gesagt, das ist natürlich wirklich so ein Ding von mir. Mich hat das nie gejuckt, wenn die Leute mal wirklich nicht gearbeitet haben. Wenn ich weiß, der Nachbar arbeitet nicht, dann arbeitet der halt nicht. Mein Gott, was juckt es mich? Ich gehe arbeiten, ich verdiene mein Geld. Und damit ist doch okay. Mir geht's doch nicht besser, wenn ich jetzt weiß, der arbeitet auch, der Nachbar. Mir geht's weder besser noch schlechter. Ich hab nichts davon. Was mache ich denn hier? Hier sind die Knochen, ne? Das ist immer so ein Phänomen. Ich verstehe das nicht. Warum macht man sich da wirklich so einen Kopf drum? Denn es geht einem wirklich nicht besser, wenn man jetzt Arbeitslose arbeiten schickt. Geht es nicht. Oder glaubt ihr wirklich, glaubt einer von euch ernsthaft noch, wir würden dann weniger Steuern zahlen? Oder Sozialversicherten, aber nee, Sozialversicherungsabgaben nicht, aber Steuern? Halt sowas hier? Da glaubt ihr doch nicht ernsthaft. Abgesehen davon, auch die Aussage, wer arbeiten will, der kriegt auch Arbeit, die ist nur bedingt wahr. Ne? Nicht jeder Arbeitslose kann Arbeit kriegen, denn es gibt nicht so viele Arbeitsstellen wie Arbeitslose. Das ist ein Fakt, dem muss man sich leider stellen. Wer es nicht wahrhaben möchte, ja, mit dem kann man auch keine normale Diskussion führen oder Unterhaltung. Das ist halt leider Tatsache. Ob einem das gefällt oder nicht. Wobei ich sage, ja, wenn ich heute sage, ich möchte jetzt arbeiten gehen, dann gehe ich jetzt raus. Und das hatten wir doch vorhin schon. Ja. Also ich habe das so. Aha, guck mal hier. Da möchten wir noch ein bisschen, ne? Kommt mal her. Ja. Du auch, Kumpel. Gut, dann werde ich dich gleich hauen. Also es ist nun mal tatsächlich so, dass nicht jeder, der arbeiten möchte, auch wirklich Arbeit kriegt, weil es keine Arbeitsstellen gibt. Natürlich gibt es... Wow. Natürlich gibt es irgendwelche Stellen, aber wir sprechen jetzt auch von Arbeit, die einen wirklich auch gut bezahlt. Ne? Alles andere sind nur Beschäftigungsstellen, keine Arbeitsstellen. Wo du am Ende aufstocken musst und so weiter. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Also eigentlich schon, wie gesagt, auch hier. Genau daran wurde ja gedacht. Aber Leute mit Ausbildung und Berufserfahrung, die möchten jetzt halt nicht irgendwie so einen Billo-Job, wo sie am Ende des Monats tatsächlich noch zum Arbeitsamt rennen und aufstocken dürfen. Warum ist das hier so? Das ist aber nicht richtig. Das möchte ich gleich nochmal rekapituliert haben. Und nochmal. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum ist hier... Das ist ein Fehler, oder? Das muss ein Fehler sein. Ja, war ein Fehler. So, aber auch da... Ist natürlich klar, dass ich da nicht irgendwie auf einstimmige Zustimmung komme. Einstimmige Zustimmung, auch eine Sache. Da wird mir mit Sicherheit nicht jeder zustimmen. Was aber auch vollkommen okay ist. Solange ihr mich nicht hasst. Und selbst wenn, dann ist das auch euer gutes Recht, mich zu hassen. Ist natürlich schade, aber kannst du halt nichts machen, ne? Wenn du jemanden hasst, dann hast du jemanden. So, Pfeile hier rein. Knochen wieder da rein. So, ich zeige euch nochmal, was ich letzten Folge gemacht habe oder was wir gemacht haben, mehr oder weniger. So, der Turm ist so, wie wir ihn sehen, tatsächlich richtig. Ja, hier wollte ich noch so einen Anlegesteg machen und so weiter, also mehr als das hier. Boah, voll die schmissige Musik, ne? Passt irgendwie gar nicht, aber egal. So.
Screenshot habe ich schon in der letzten Folge gemacht, die verloren gegangen ist, beziehungsweise gar nicht erst aufgenommen wurde. Ich muss hier, warte mal, wo kann ich denn jetzt hier zoomen? Zoom, zoom, zoom. Die ganzen Treppen müssen natürlich weg. Hier oben, das muss ich noch ausbessern. Aber dafür müsste ich erstmal den Zugang von innen nach oben machen. Und da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Momentan. Also wir haben von außen, es ist noch eine Baustelle, aber von außen sieht es schon fertig aus. Von daher lassen wir das erstmal so. Ist gut so. So. Dom-di-dom-di-dom. So, wir gehen hier hoch. Dann gehen wir hier hoch. So, dann habe ich hier weitergemacht. Dann habe ich hier angefangen. Allerdings war dann hier die Frage. Also ich habe nicht großartig viel mehr gemacht. Hier habe ich dann aufgehört, weil irgendwie war mir das zu viel. Also immer im Weg nach oben. Und da habe ich mir gedacht, machst du mal hier vielleicht einen Balken nach oben. Und dann mit so einer Treppe. Das Ding ist, ich weiß nicht, wo. Das zeigt dann zum Meer hinaus. Okay, das wird nicht großartig stören. Würde das nämlich hier raus zeigen. Nein, hier raus. Hätten wir dann hier das gemacht, dann wäre dieser Lavastrang nicht durch die Fenster gedrungen und dann hätte man hier das Dunkel gehabt. So ist diese dunkle Seite zum Meer gerichtet. Da sind wir eh nicht. Deswegen passt das. Ja, und dann hoch und dann... Jetzt habe ich das ganze Holz und die ganzen Treppen. Ich bin auch ein selten blöder Junge. Vor allem Junge, ne? Ja, wie gesagt, das machen wir irgendwann andermal. Hat Spaß gemacht bis jetzt. Anlegestelle ist super. Und nein, wir haben Tag, nicht Nacht. Und hier dachte ich so, dass wir dann irgendwie... Ja, hier so eine Anlegestelle. Hund, bleib ruhig, das ist nur der Müllwagen. Mein Hund hier. Das ist eigentlich gar nicht meiner, ist ja halt quasi unser Hund, ja. Ja, ist wieder der Müllwagen. Jetzt hör auf. Wir wagen es nicht zu bellen, Junge. Wo du ein Mädchen bist. So, einmal kurz das Futtern. So, im Großen und Ganzen haben wir einiges und gar nichts gemacht. Hoppala. Ist natürlich ein Traum. Aber so ist das nun mal. So, und ich bin mal gespannt. Ich möchte gerne weitermachen. Ich habe ja euch mal die... aus meiner Showwelt, die habe ich hier gezeigt. Da habe ich auch noch so einige Sachen, die ich hier gerne unterbringen möchte. Wie zum Beispiel der Park. So ein kleiner Park. Kleinen schnuckeligen Park. Ich denke mal, das wäre nicht schlecht. Hier, wie gesagt, ja, weiß ich nicht. Sieht alles, naja, so gezwungen aus. Das muss ich hier ändern, das werde ich wegmachen. Und hier eventuell noch so ein kleines Häuschen, so ein kleines Pilzhäuschen oder so, keine Ahnung. Mal gucken. Wenn ich genug... Die Frage ist, wächst das nach, wenn ich da etwas aus dem Pilz raushaue? Ansonsten könnte ich immer... Warte mal, wenn ich das mache... Ich hoffe, das werde ich jetzt nicht bereuen. Okay, da habe ich Pilze. Und wenn ich jetzt 4 Pilze habe... Das ist jetzt alles sehr experimentell. Ich kriege gar keine Pilze mehr raus. Hilfe! Das ist jetzt natürlich doof. Und beruhig dich. Jetzt habe ich einen Pilz kaputt gemacht. Wie doof ist das denn jetzt? Hilfe! Warte mal, bin ich jetzt hier im Pilz? Ich kann hier gar keinen Pilz hinpflanzen. Wie habe ich denn das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. War das mit Erde, dass man hier... War das so? Ich probiere das mal aus, weil ich jetzt einfach keine Ahnung habe. Das muss ein Dunkelheitslevel sein, ne? Von irgendwas? Warte mal, doch, da war irgendwas. Ja, Klappe zu, Affe tot. So, Dunkelheitslevel. Jawohl. Guck mal hier. Jetzt habe ich natürlich keinen... Ich möchte das nur mal ausprobieren. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie das ist. Deswegen... Gut, 35 Minuten. Wir sind jetzt auch gleich am Ende. Ich bin sowieso am Ende. So, wir haben Hundis. Hundis sind immer gut.
So, Knochenmehl. Nehmen wir einfach mal mit, was wir haben. So, kann das funktionieren? Dup, 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 dup. Wie doof, da müssen wir hier quasi echt... Hä, doof. Wenn ich das jetzt wegmache, fällt das dann aus? Habe ich denn keine Schaufel, mein Gott. So, jetzt ist das gepflanzt. So, und bin ich jetzt mit Knochenmehl? Das sieht irgendwie nicht so danach aus, oder? Nein. Gut, das machen wir dann halt später. Ach, wie schön. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, reicht auch für diese Folge. Ja, ich hoffe, euch hat das Thema jetzt nicht zu sehr aufgeregt. Vielleicht noch ein bisschen unterhalten. Vielleicht seid ihr auch meiner Meinung. Ich weiß es nicht. Aber nehmt euch wirklich zu Herzen, vielleicht mal ein bisschen lockerer im Umgang mit den Menschen, die ihren eigenen Weg gehen wollen. Ganz egal, welche Entscheidung sie treffen. Die Musik ist ein bisschen nervig. So ein bisschen leiser. Wie gesagt, ein bisschen toleranter im Umgang mit den Menschen, die ihren eigenen Weg gehen wollen. Na, ist halt so. Ach, guck mal an, jetzt fällt er auch raus. Sehr schön. Gut, ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, war es das für heute. Lieben Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, ja, alles Liebe und alles Gute. Tschüss.